Chiban Uka an den Start geht, der Berliner Starfriseur. Er möchte nämlich den Frauen, die lange Haare haben, die abschneiden. Mein Traum ist es, einer langhaarigen Frau die Haare mal richtig schön kurz zu schneiden und einen schönen Kurzhaarschnitt zu verpassen. Das ist jetzt gerade im Trend und passiert eigentlich ganz selten im Salon. Und deswegen suche ich mir jetzt jemanden. Ich würde dir gerne einen schönen Kurzhaarschnitt schneiden. Meine Haare? Nein, nein, nein. 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 Niemals. Nein. Das macht ich nicht. Warum stellen sich die Langhaarigen nur so an? Haare wachsen doch wieder. Eine Mutige wird doch wohl zu finden sein. Ich würde dich gerne wirklich beraten und ich bin einfach der Meinung, du bist der Typ für einen schönen Kurzhaarschnitt. Einen typgerechten Kurzhaarschnitt. Keine Ahnung. Habt ihr 10 Minuten Zeit, einfach mal beraten? Also beraten für eine kurze Frisur, ich glaube, da haben wir, glaube ich, nicht so wirklich viel Zeit für. Also. Ja, du bräuchtest auch für die Spitzen geschnitten. Chibans charmant dreister Art hat dieses Mal Erfolg. Die junge Frau ist neugierig geworden und will tatsächlich mitkommen. Nur ihr Freund ist davon überhaupt nicht begeistert. Mit den langen Haaren finde ich sie wirklich klasse. Und mir jetzt vorzustellen, dass sie kurze Haare hat, also ich glaube, dass es nicht wirklich etwas sein wird, was mir gefällt. Auf gar keinen Fall. Also, nein. Erstaunlich. Die Frau traut sich, nur ihr Freund findet es richtig doof. Auf seine Reaktion später sind wir jetzt schon sehr gespannt. Er heißt übrigens Camillo und seine mutige Freundin heißt Maria, 23 Jahre, Studentin der Medienpsychologie. Maria, jetzt schaue ich mir mal deine Haare genauer an. Dreh dich einmal um, jetzt legen wir mal die Länge richtig fest, damit wir mal schauen, wie lang deine Haare ungefähr sind. Also die sind ungefähr 46 cm lang. Und davon wird jetzt einiges abkommen, circa 40 cm. Nee, auf gar keinen Fall. Das sind ja dann 6 cm, die übrig bleiben. Kannst du vergessen. Wenn Maria sich da mal nicht täuscht. Denn schließlich will Chivan hier seinen Traum verwirklichen. Und seine Überzeugungskünste sind austrainiert. Erstmal fällt mir auf, dass du einen sehr schönen Haaransatz hast. Du hast im Endeffekt eine sehr schöne Gesichtsform. Es ist auch immer wirklich mit den schönen Augen, deinen Augenbrauen passt dir das im Endeffekt fast jeder Haarschnitt. Kurzhaarfrisuren sind auch wichtig, dass es im Endeffekt auch nicht zu einen tiefen Ansatz hat. Auch deine Ansätze im Nackenbereich wachsen sehr schön, du hast da keine Wirbel. Die Struktur deiner Haare ist auch sehr schön. Also du bist schon der Typ, der eine Kurzhaarfrisur tragen kann. Ich habe noch ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Trau mir einfach, ich weiß, was ich tue. Und das macht Maria dann auch. Bye, bye, Pferdeschwanz, Flechtzopf und Dutt. Die Haare kommen ab. Ich hab da ein Andenken für Freund. Das sieht doch richtig nett aus. Tief durchatmen. Ich weiß, was ich tue. So. Scheiße! Oh Gott! Was ist das hier unten? Das ist ja gar nichts mehr. Naja, also für einen richtigen Kurzhaarschnitt ist da immer noch zu viel. Maria muss noch mehr Haare lassen. Was wird gleich nur ihr Freund Camillo sagen? Er war ja von Anfang an skeptisch, wenn wir uns erinnern. Ich glaube, dass Maria sich nicht wirklich der ganzen Tragweite dieser Entscheidung bewusst ist. Ehrlich gesagt, schon noch ziemlich scheiße, dass ich das einfach tun möchte. Glücklich sieht anders aus. Wenn wir jetzt aufhören, dann sieht es ja blöd aus. Das müssen wir zu Ende bringen. Stimmt. Und Chivan Uka versteht sein Handwerk. In Hollywood durfte er schon bei Madonna und Jodie Foster die Schere anlegen. Marias Seiten werden richtig kurz geschnitten, die Ohren sollen frei liegen. Nur auf dem Kopf darf das Haar etwas länger und beweglich bleiben. Um den Kurzhaarschnitt richtig zu betonen, werden die Haare jetzt noch gefärbt und einzelne Partien aufgehellt. Ich habe dir die Highlights diagonal gesetzt, damit das einen fließenden Übergang ergibt mit dem neuen Farbton und kannst die Haare dann nach rechts oder nach links tragen. Das sieht wunderbar aus. Ob die neue Frisur wirklich wunderbar aussieht, das sehen wir jetzt. Ich habe nicht gedacht, dass mir das so gut steht. Es dauert auf jeden Fall eine Weile, bis ich in den Spiegel gucke und ich mir so, ne, so einen kleinen Schock kriege, aber im Positiven. Also ich finde es sehr, sehr schön, auf jeden Fall. Vor einer knappen Stunde sah Maria noch so aus. Und jetzt?
Rund 100 Euro kostet der Kurzhaarschnitt samt Farbe. Maria bekommt heute beides geschenkt. Der Clou der Frisur? Maria kann sie unterschiedlich stylen. Elegant, strubbelig, sexy oder niedlich. Das muss jetzt nur noch ihrem Freund Camillo gefallen, der kurze Haare eigentlich doof findet. Oh mein Gott! Und los! Oh, fuck! Oh, tut mir leid. Du bist gleich ganz rot geworden. Oh. Camillo, was sagst du zu der Haarfarbe? Ja, gefällt mir eigentlich. Die Haarfarbe gefällt mir ganz gut. Und das hier? Die sind echt richtig kurz geworden. Dreh dich mal nochmal um. Ja, ich kann das nicht ganz fassen gerade. Wow. Aber es ist ganz süß. Endlich habe ich mal schöne lange Haare wieder mal geschnitten, das viel zu selten gemacht wird. Aber ich freue mich auch immer wieder über so eine Herausforderung. Und wenn das Ergebnis dann auch noch so positiv ist, dass sich zwei Menschen in den Arm nehmen. Perfekt. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben. Und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns.